Was wär's dann wohl, Pipkin? Gut, Dandelion. Du hast wirklich das Zeug zum Bobstein-Champion. Er hat nur gegen uns gespielt und wir sind nicht so gut. Aber ich nehme es mit jedem auf. Dandelion, der erste Bobstein-Champion von Watership Down. Das klingt doch gut, oder? Dann spiel erst mal gegen mich. Ich fordere dich raus, Pickwick. Ich mach dich fertig. Ich sag dir was, nach dem Training organisieren wir eine offizielle Meisterschaft. Was meinst du dazu, Häsel? Häsel! Hogbit, was ist denn mit dir los? Gar nichts. Was soll denn sein? Du siehst aus, als wäre dir gerade das schwarze Kaninchen von Inlay begegnet. Das schwarze Kaninchen? Wo denn? Wie bist du ihm entkommen? Hast du es gesehen? Und hat es was gesagt? Hat es was gesagt? Hat es seinen Namen gerufen? Wollte es sich mitnehmen? Jetzt beruhigt euch doch erstmal. Hogbit hat das schwarze Kaninchen doch gar nicht gesehen. Ist doch so, Hogbit, oder? Ja, nein, natürlich nicht, Aber wo hast du dich denn dann so staubig gemacht, Hogbit? Was? Ach, irgendwo. Naja, so ein bisschen Staub hat noch keinem geschadet. Nicht wirklich. Also gut, fangen wir mit der Übung an. Außenpatrouillen einer Reihe, angetreten! Wir kommen in einer Minute nach. Also jetzt sag schon, was war da unten los? Etwas ganz Merkwürdiges. Es war ein ganz großer Schreck. Dann sehen wir doch mal nach. Oh je. Komm mit, Fiver. Mir bleibt doch nichts erspart. Als ich nichts Böses ahnend nach oben gehen wollte, da hörte ich... Das da, ja. Und das kam von da unten. Das hört sich schlimm an. Gefällt mir überhaupt nicht. Blackberry hat schon mal gesagt, wir sollten uns von dieser Stelle fernhalten. Sie meinte, hier könnte was einstürzen. Könnte sein, dass sie recht hat. Seht mal da. Ganz schön tief. Oh nein. Schwärmen im Laufschritt! Marsch! Tempo! Schneller! Geht es nicht etwas flotter, Pipkin? Nein! Ja, ich meine ja! Pipkin! Geht in Deckung! Alle in Deckung! Nennt ihr das vielleicht Deckung? Leiser und langsam. Will ich hören von niemandem. Diesmal darf er uns nicht entwischen, Käppchen. Sonst zieht dir Woundwort das Fell über die Ohren. Oder dir. Ich genieße sein volles Vertrauen. Pickwick ist schlau und äußerst geschickt. Da helfen keine Sprüche. Bleib ruhig und nutze deinen Verstand. Zweimal um den Bau, aber mit Tempo. Na, was ist denn? Das nennt ihr Tempo? Wenn ich noch schneller laufe, bin ich tot.
Ich dachte, es geht um die Bobsteinmeisterschaft. Bitte keine Ausreden. Die Meisterschaft organisiert Hesel. Wo ist der überhaupt? Pfeifer! Hogbit! Lebt ihr noch? Natürlich, was dachtest du denn? Ich lebe auch noch. Wo sind wir gelandet? Weiß nicht. Offenbar in einer tiefgelegenen Höhle unter dem Bau. Und anscheinend gibt es keinen Weg zurück nach oben. Ja, sieht so aus. Durch das Geröll durchzukommen ist schwer. Wenn überhaupt, dann dauert das Tage. Und da gibt es keinen Ausweg? Es gibt immer einen Ausweg. Man muss ihn nur finden. Ich glaube, wir sollten am besten da bleiben, wo wir jetzt sind. Wenn uns Bigwig vermisst, holt er uns raus. Du hast aber gesagt, es dauert Tage, bis man durch den Schutt durch ist. Blackberry gräbt für 3. Und dann geht es vielleicht schneller. Nein, ich glaube nicht, dass er in dieser verlassenen Höhle nach uns suchen wird. Wir sollten uns auf die Pfoten machen, schleunigst. Ich halte das für falsch, Hogbit. Dann eben nicht. Wir können Hazel nirgends finden. Pfeifer und Hogbit sind auch verschwunden. Was, die auch? 3 sind verschwunden? Das schwarze Kaninchen? Holt das denn immer gleich 3? Ja, und auch 2. Und manchmal eben nur 1. Niemand ist verschwunden. Sie sind einfach nicht da. Wir sehen uns noch mal genau um und dann werden wir, wenn es nötig ist, in den Höhlen nach ihnen suchen. Ich werde auf den Besuch der Höhlen verzichten, solange das schwarze Kaninchen da unten ist. Da unten gibt es wenig Gefahren. Weniger als hier oben. Mir ist kalt, Hazel. Und es ist feucht. Ich wette, hier unten gibt es nichts zu essen. Außer uns. Erinnerst du dich noch an die Geschichte mit dem Wiesel? Ja, natürlich erinnere ich mich, aber das heißt noch lange nicht, dass es auch hier ist. Wir haben ihm den Rückweg durch den Felsentunnel versperrt. Es könnte also hier sein. Na ja, gut, aber dann können wir das jetzt auch nicht mehr ändern. Ich kann mir gut vorstellen, dass es mich auf der Stelle fressen würde und euch beide würde es als Vorrat mitnehmen. Oh je, bei dem Gedanken wird mir ganz schlecht. Dann halt doch die Schnute und red nicht so'n Quatsch. Ja, entschuldige. Vielleicht sollten wir doch lieber nach einem Ausweg suchen. Sie werden uns schon finden, keine Sorge. Wenn Hazel sagt, wir sollen warten, dann warten wir. Und was passiert, passiert eben. Weit und breit keine Spur von ihnen. Sie müssen unter der Erde sein. Anders kann ich es mir nicht erklären. Blackberry und Primrose, ihr nehmt euch die am weitesten entfernten Höhlen vor. Ich nehme die mittleren. Pipkin und Dandelion kümmern sich um den Rest. Vielen Dank, ich gehe da nicht runter. Allein gehe ich auch nicht. Ich fürchte nur, wir müssen es tun. Das fürchte ich auch. Aber freiwillig wirklich nicht. Nein, freiwillig nicht. Pipkin, Dandelion, jetzt aber hoppla. Riecht ihr das? Von irgendwoher kommt frische Luft. Und da muss es rausgehen. Das sage ich doch, das sage ich schon die ganze Zeit. Und wo lang jetzt? Egal, immer der Nase nach. Hauptsache, wir bewegen uns. Ich glaube, es ist der Tunnel rechts. Kaninchenspuren, aber am Fluss verschwinden sie plötzlich. So, das hilft uns ja nun leider gar nicht weiter, Campion. Die sind hier ganz in der Nähe. Ich spüre das. Ah! Runter ins Gras. Kihar fliegt in die falsche Richtung. Allerdings absichtlich, versteht sich. Vielleicht halten wir uns an diesen schrägen Vogel. Es wäre durchaus möglich, dass er uns den richtigen Weg zeigt. Ich glaube kaum, dass er so einen Fehler machen würde. Das ist eine Möwe, Campion. Und Möwen sind dämlich.
Was gefunden? Immer noch nicht. Und was macht ihr zwei da? Wir besprechen die Strategie. Jetzt aber ran ans Werk. Diese beiden Höhlen sind für euch. Aber können wir zusammen gehen? Nur für den Fall, dass wir das schwarze Kaninchen sehen oder irgend sowas. Dann verschwinden wir auch nicht. So wie Hazel. Und Fiverr. Ja, und Hawkbit. Ich weiß, dass ihr Angst habt. Nutzt diese Angst. Sie macht euch hellhörig und wachsam. Wer die Angst überwindet, ist stark. Wirklich? Ja. Aber wir können trotzdem zusammengehen, oder? Ja, aber jetzt geht endlich. Midwig, melde mich zurück vom Aufklärungsflug. Hochinteressante Beobachtungen. Ich bin gleich da. Du mach hier weiter. Ich kann einfach nicht glauben, dass Sie hier unten sind. Ja, aber es sieht danach aus. Nur wo sind Sie abgeblieben? Genau das wissen wir leider nicht. Aber wir finden Sie. Hazel, Fiverr, Hawkbit, könnt ihr mich hören? Bigwig, ich hab die Ifrafa gesehen. Und zwar ganz hier in der Nähe. Und wo? Das war ganz knapp. Und jedes Mal, wenn sie Kiha sehen, verstecken sie sich. Ha, ich glaube, die Bande hat schreckliche Angst und großen Respekt vor Kiha. Und ich glaube, sie wollten einfach nicht von dir gesehen werden. Aber ja, das wäre für alles eine Erklärung. Für was denn? Für das Verschwinden von Hazel und den anderen. Sie wurden gefangen genommen. Komm mit. Gut, gut. Wohin denn? Wenn sie Hazel entführt haben, dann sind sie auf dem Weg zurück nach Ephrapa. Wir werden sie verfolgen. Oha, doch nicht so gut. Bisschen schneller, Fiverr. Ich bin schnell genug. Ich kann die frische Luft riechen, direkt vor mir. Oh, ein schwarzes Loch unter uns verschluckt jeden, der weitergeht. Nicht Hazel, halt an! Warum? Was ist denn? Du hast es doch gehört. Hier ist der Weg nach draußen. Du Blödmann, du hättest mich fast darunter gestoßen. Aber da geht es doch raus. Hazel hat es gesagt. Es tut mir leid, Hawkbit. Wir müssen wieder zurück. Dieser weite Weg. Wir haben uns die Pfoten wund gelaufen. Für nichts und wieder nichts. Warum rennst du denn so? Etwas langsamer! Ja. Was hat er? Was ist los mit ihm? Er hat Angst. Und ich habe ihn enttäuscht. Aber nicht doch. Aus Schwierigkeiten hast du uns bis heute immer rausgeholfen. Und das wird auch diesmal so sein. Komm schon, sonst verlieren wir ihn noch. Wie geht's weiter? Was meinst du? Wir stellen fest, ob sie Hazel und die anderen wirklich geschnappt haben. Und wie machen wir das? Ich frag sie einfach. Ich habe gehört, ihr sucht nach mir. Mein Name ist Bigwig. Also, was wollt ihr? Beeilt euch, Jungs. Ich kann nicht ewig warten. Oh, Bigwig, du bist ein total verrücktes Kaninchen. Du bist es. Du hast Ephrapha verraten. Eine grobe Beleidigung für General Wundward und du hast Leute von uns entführt. Deshalb sind wir uns gezwungen, dich jetzt zu verhaften. Wenn ihr kämpfen wollt, kämpft und quatscht nicht. Oh, Gene. Wenn ihr nicht dem schwarzen Kaninchen von Inley begegnen wollt, keine Bewegung. Also, wurden irgendwelche Fremden gefangen genommen. Los, redet! Nein, niemand. Du würdest den alten Bigwig doch nicht belügen, oder? Nein, aus Ehrenwort. Lauft nach Hause, Freunde. Sagt eurem Wundwort, dass seine Auslage kein Salatblatt wert ist. Jetzt kriegt er aber Schwierigkeiten. Freut mich, euch zu sehen. Ergreift ihn!
Das ist der letzte Ort, wohin sie gehen würden. Dann hätten wir hier zuerst suchen sollen. Stell dir vor, das schwarze Kaninchen sitzt da unten und wartet auf uns. Denk daran, was Big Big gesagt hat. Wenn wir die Angst überwinden, werden wir stärker. Naja, dann müsste ich jetzt schon ganz schön stark sein. Sehr stark. Wir haben uns verirrt. Wir kommen hier nie wieder raus. Und niemand wird hier erfahren, was mit uns passiert ist. Jetzt habe ich aber dein Gejammer satt. Hoch mit dir und weiter. Hazel, geh schon mal vor. Wir werden gleich nachkommen. Wir haben Watership Down gefunden, weil wir daran geglaubt haben. Wir kommen hier raus, aber auch daran müssen wir glauben. Ja, du hast leicht reden. Du kannst in die Zukunft sehen und weißt immer genau, was geschieht. Und Hazel hat sowieso keine Angst. Doch, das hat er. Er hat Angst, uns im Stich gelassen zu haben. Und er hat Angst, dass du ihm nicht mehr vertraust. Hazel, Fiverr, seid ihr da unten? Kaninchen, Dandelion, hinter dir, sieh doch! Lauf weg! Ihr zwei, ihr bleibt am Ufer. Er sitzt in der Falle zwischen uns und dem Fluss. Ja! Oh. Hinterher! Lass ihn in Ruhe, du hässliche Vogelscheuche! Frith versteckt die größten Schönheiten an den merkwürdigsten Orten. Vielleicht sind wir die Ersten, die das hier sehen. Frith würde das doch nicht eigens für uns machen, oder? Wieso nicht? Er hat doch die ganze Welt für uns gemacht. Wenn er will, dass wir das sehen, dann wird er auch wollen, dass wir davon erzählen. Und das klappt ja nur, wenn wir hier rauskommen. Siehst du, jetzt fängst du an, daran zu glauben. Ich rieche einen Fluss. Und Silberkraut, Seerosen. Das kann ohne Sonne hier nicht wachsen. Wir sind draußen. Da ist er schon wieder, das schwarze Kaninchen. Mir. Es ist überhaupt nicht hinter dir her, Dandelion. So geht es, wenn man ein Geschichtenbewahrer ist. Die Fantasie geht mit einem durch, nichts zu machen. Hazel und die beiden anderen waren tatsächlich hier. Sie sind da reingefallen. Ich hatte das fast schon befürchtet. Da unten gibt's keine Spuren. Sie suchen sich bestimmt einen anderen Weg. Und was machen wir jetzt? Wir graben einen Gang nach unten. Ich hoffe nur, dass sie sich nicht verlaufen haben. Tageslicht. Wir sind fast draußen. Wartet hier. Lass uns doch gemeinsam gehen. Nein, der Fluss mündet vielleicht in einen Wasserfall oder in Stromschnellen. Wir wollen uns doch zuletzt nicht in den Tod stürzen. Ich gehe zuerst. Wir können uns nicht leisten, dass du verloren gehst, Hazel. Jetzt warte doch mal. Du hast uns bis hierher gebracht. Und jetzt will ich versuchen, auch mal ein tapferes Kaninchen zu sein. Wieso denn, Hawkbit? Du hast es doch auch schon mit einer Katze aufgenommen. Mit Katzen kenne ich mich aus. Sich dem Unbekannten zu stellen, das ist das Schwierige. Big Wig, hier rein. Thank you.
haben ihn verloren. Das darf nicht wahr sein. Hier ist er nicht. Ausschwärmen! Ihr müsst ihn finden! Ja, sie ziehen weiter. Wir warten, bis es dunkel wird. Dann machen wir uns auf den Heimweg. Wo sind wir denn hier und wieso seid ihr hier? Wir mussten nur fest daran glauben, Bigwig. Hallo! Alle wieder da! Wo sind Sie denn alle? So, der Durchbruch wäre geschafft. Gut gemacht, Leute. Hier ist Ihre Spur. Hier müssen Sie lang gegangen sein. Primrose, Blackberry, wir sind hier. Ja, sagt mal, was macht ihr denn da oben? Wir sind extra hier nach unten geklettert, um euch zu retten. Warum macht ihr sowas Dummes? Na los, Dandelion. Wenn du richtig rätst, hast du gewonnen. Ich begreife es immer noch nicht ganz. Was hatten wir hier unten für Ängste auszustehen? Und jetzt ist alles voller Leben, ein Teil unseres Geheges. Und wir haben einen Geheimgang zum Bau von Ephrafa gefunden. Komisch, wie sich das entwickelt hat. Mein Bobstein-Tipp ist... 1. Dann haben wir jetzt einen neuen Champion. Ja! Bravo! Ja, Meister Liebe hoch! Bobstein-Meister Liebe hoch! Bobstein-Meister Liebe hoch! Danke, danke! Danke, danke! Danke!